Wie versprochen geht's jetzt genau hier weiter. Er hasst Kinder. Ich hasse Kinder überhaupt nicht. Oh, jetzt hab ich gerade aus Versehen mich von dem geschlagen, glaube ich. Vielleicht hasse ich Kinder doch ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich renne ja auch alle genau an meinem Weg vor. So. Ja, 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 das kennen wir mittlerweile zur Genüge. Fliegt schon weg, ihr zwei. So, haben wir eine Tasche schon mal aus dem Weg geräumt. Und da hinten ist der da. Nein. Ich höre schon nicht zu. Oh, okay. Machen wir so einen Riesenstart. Quatsch weg. Ah, wo lasst du mir um? Oh, die News. Nun, für Brillogur wird die Sache langsam peinlich. Jüngsten Informationen zufolge hat sich das einst furchterregende Monster nun mit gewöhnlichen Kriminellen verbündet. Am frühen Abend hat Brillogur ein paar Kumpanen aus dem Knast befreit, um mit ihnen einen draufzumachen, Pillen einzuwerfen und sich mit billigen Mädchen zu vergnügen. Aber jetzt ist der Katzenjammer groß. Denn unsere Armee setzt nun ihre brandneue Hightech-Wunderwaffe ein. LKWs mit Hyperelektrizität. Während der Kindesentführung das Gehirn nicht beschädigen. Okay, also irgendwas mit Kindesentführung. Rast aus! Ich muss auf jeden Fall schnell aus dem Weg fahren. Nicht gefährlich. Für Brillogor. Ich möchte gerne auch noch einmal da oben drauf. Jetzt wie King Kong hier hochkletter. Schwer spinnen, wem ich die einsammeln kann. Und der Handtaschenanhänger. Ja, komm, ich muss schon mal die Chance zu haben. Ist doch perfekt zu machen. Oh, 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 oh. Hier kann man stylisch sein. Was ich natürlich mal wieder nicht bin. Super. Hier hoch. Also erst springt er gar nicht und jetzt springt er drüber. Super. Danke. Ein bisschen nach da und so sollte man ihn treffen. Gehirne. So, haben wir. Ich möchte meine Murmel benutzen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Lass mich in Ruhe. Du hast Glück, dass wir keine Gewehre haben, Brillogur. Ich möchte euch doch gar nichts Böses. Ich befreie euch nur von dem bösen Sklavenhalter. Wer auch immer das ist. Wer könnte jetzt in den Kopf von dem Fisch stecken? Ist es jetzt der Coach Oleander? Du, Handtasche, bla bla bla. Immer noch nicht wegdrücken können. Ja, werdet glücklich. Vielen Dank. Das waren wohl noch nicht alle. Jetzt haben wir schon die Nachricht bekommen. Das heißt, da kommt noch was auf uns zu. Und das nächste wird auf jeden Fall der Spinnenweben Entferner geholt. Es nervt mich, die ganzen anderen Dinger vorbeilaufen zu müssen und es nicht mitnehmen zu können. Mein Panzer! Wir haben bestimmt schon Level 7000 oder so. Lass mich vorbei. Mein Käseladen! Nee, tut mir wirklich leid. Weghaus. Auf. Ist auch zerstört. Ja. Nein. Oh, ich wollte ein neues Haus hoch. Zerstörung und Terror. Die riesige Kinderbestie zieht eine blutige Spur der Verwüstung durch unsere hilflose Stadt. Unsere edle, freiwilligen Marine ist entsetzt von der gefühllosen Zerstörungswut, die dieses finstere, perverse, nur als Brillogor bekannte Geschöpf an den Tag legt. Auch wenn ihr Gewalt in jeder Form zuwider ist, sieht sich die Marine gezwungen, ihre garantiert hundertprozentig monstersicheren Anti-Monster-Geschütze aufzufahren. Lasst euch beim Kinderstehlen nicht erwischen. Was sind das denn die ganze Zeit für unschuldige Botschaften, dass ich Kinder entführen soll? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.
Wupp. Hoch hier. Einen Hubschrauber haben und. Wupp. Gotcha. Das Boot für dich auch. Ah, wir sind schon Stufe 33, sehe ich gerade. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Und irgendwie diese Elektropanzer gab es auch mal zwei. What the fuck, ich bin jetzt ab. Achso, okay. So, haben wir die auch eliminiert? Wieso hat es mich denn jetzt wieder hier hingeschossen? Weil ich was Unzerstörbares zerstört habe? Oder? Ich verstehe echt, warum ich das jetzt wieder zurück teleportiere. Bin ich gestorben gerade oder so? War es doch zu stark, die Explosion? Du siehst, unser Plan ist genial, Brellocor. Zuerst drucken wir Flugblätter. Dann werfen wir sie aus der Luft überall über der Stadt ab. Und schon 6 Monate später haben wir die Einwohner von Lungenfish City überzeugt. 6 Monate? Wenn dir unser Plan nicht passt, schlag einen besseren vor. Ja, es gibt viel zu tun. Bevor die Woche um ist, müssen wir das Papier auswählen und einen preiswerten Drucker finden. Hast du schon einen besseren Plan als den mit den Flugblättern? Ja, er heißt Brillocor gegen Belohnung ausliefern. Glaub nicht, dass das funktioniert. Hau ab! Wir haben kein zweites Luftschiff, ist dir das klar? Aha. Lass den Quatsch! Ah. Cool. Das heißt... Oh Gott, hier ist ja noch ein ganzer Teil Stadt. Ich möchte runter. Hallo? Oh, dann springe ich halt hier so wohl ab. Wenn das besser passt. Aber zuerst bin ich da hinten hin. Falls ich wirklich gestorben bin, kann ich ja diese Projektion einsammeln, theoretisch. Ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt in das Becken zu treten, weil ich glaube, da drin ertrinke ich. Stimmt, den habe ich ja gerade eingesammelt. Ich habe gerade überlegt, hast du den schon? Oder finde ich extra gerade mal lang gelaufen? Flip! Das Game ist ein bisschen fixer jetzt. So, bin ich jetzt mal gespannt. Ich möchte da drauf. Scheinbar bin ich wirklich gerade gestorben. Ohne es zu merken. Weil ich blöd zugeschlagen habe. Da glitzert noch was, aber ich springe jetzt nicht nochmal runter, nur für die eine Projektion. Das ist mir dann auch nicht wert. Ich will lieber solche Projektionen hier. Schnell und sicher. Klatsch, klatsch, klatsch. Mit der riesigen Faust alles kaputt. Aber gerade gar keine Sicherheitsmaßnahmen der Gegner mehr. Das kommt mir wie eine Falle vor. Ja, da fliegen ja schon ferngesteuerte Pizzaketen auf uns. Oh gut, wenn das alles ist, was die haben. Ich reiße ihre gesamte Stadt ein. Ich noch hoch. Jetzt habe ich noch was Cooles. Ja, Cool 1, Cool 2. Aber da oben geht's. Nein. Was ist denn hier? Nicht so ein Nachschub. Ja, genial. Vielleicht doch jetzt. Oh oh, muss ganz schnell überleben sein gefunden. Langsam wieder knapp. Ich kümmere mich auch gerade nur um die Projektion. Und weniger um meine Gegner. Ist auch nicht so die intelligenteste Idee. Oh.
Zielkraft abgehalten. Hand-Megabombe. Nachdem du eine Handbombe geworfen hast, drücke so schnell du kannst. Je öfter du dir dann durch die Bombe am Boden aufschlägst, desto größer ist die. Hä? Ich weiß nicht, was mit dieser Hand-Megabombe jetzt gerade gemeint ist. Aber erstmal machen wir den hier mal platt. Oder gibt gleich das ganze Schiff platt? Okay. Oh oh. Das Wassermonster mal wieder. Eigentlich habe ich aufs Schild gerückt. Oh, Lebensenergie, Lebensenergie. Schnell, schnell, schnell. Pew! Pew, pew. Aus. Hier. Ist aus, du Schuft. Lebensenergie. Brauche ich dringend. Das Schiff. Und hier. Auch noch aus dem Weg räumen. Ja, ich möchte ja auch gar nicht ertrinken. Ich möchte nicht ertrinken! Bring mich an Land. Dankeschön. So. Ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Aber ich habe hier da hinten eine Palme vergessen. Mittlerweile dürften ja alle Boote hier versenkt sein. Und da hinten sehe ich auch, glaube ich, schon die Tasche. Oh ne, es war hier. Ich bin so blind gelaufen. Das einsammeln. Das viel Leben kostet? Ja, hat es. Okay, ich habe noch genauso. Nicht wie vorhin. Sehr langatmiges Level. Mit dem ganzen Hochgeklettere und dem sehr, sehr langsamen Laufen und unseren schönen Ball. Was haben wir denn gekriegt, weil wir nicht benutzen dürfen? Ja, verfolgt mich auch 2 Kilometer lang. Warum hat er denn geschossen? Das ist schon mal cool. Ja, du auch. Nix, Pew-Pew. Wenn ich jetzt wieder von Dings zu Dings springe, sparen wir natürlich gleich noch Zeit. Vor allem, dass die nicht einstürzen. Ich habe mein vollen Gewicht drauf. Oh, schnell Lebensenergie. Ne, da wollte ich gar nicht. Ich wollte die eigentlich zerstören. So, den holen wir uns noch. Dann sind wir ja wieder nicht wirklich weit gekommen in dieser Folge. Aber dann werde ich die jetzt hier beenden. Und hoffentlich schaffen wir es in der nächsten dann mal, hier irgendwie mal zu einem Ende zu kommen. Alles dann. Ciao, ciao.